Herzlich willkommen zu Let's Play Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia. Ja, beim letzten Part ist eigentlich nicht viel passiert. Wir waren bei der Abzweigung im Wald. Und werden uns nochmal kurz unser Inventar anschauen. Das soweit passt. Ich wollte aber mal nachschauen, was dieses Sakralring bedeutet. Ein Ring der Kräfte zu heilen vermag. Oh, okay. Wahrscheinlich kriegen wir dann jedes Mal ein bisschen was geheilt. Das wäre natürlich cool. Was bewirkt denn eigentlich dieses Eisenschild? Okay. Wahrscheinlich 3 Verteidigung oder irgend sowas. 4. Ach ja, da unten steht auch plus 4 bei Verteidigung. Ist natürlich auch gut. Was hat denn eigentlich das Lederschild? Plus 3 Verteidigung. Ja gut, man wird sich schon mal angegriffen. Zumindest physisch. Egal, wir lassen es so. Und werden uns, was ist denn hier oben? Dorf im Wald. Oh. Ein Dorf, das auf einer Lichtung tief versteckt im Wald errichtet wurde. Ständige Banditenangriffe zehren an den Nerven der Dorfbewohner. Da werden wir das uns doch mal anschauen. Jetzt können wir wieder schön prüfen. Eins meiner Lieblingsdinge hier in diesem Spiel. Nicht. So. Orangenbaum. Kaum zu glauben, dass die Zweige der ganzen Last noch immer standhalten. Okay. Orange erhalten. So. Hier ist Palisade. Es gibt keinen besseren Ort als einen Wald, um Holzpalisaden zu bauen. Ich denke auch. So viel Obst, ob es wohl auffällt, wenn ich... schön saftig. ja. Sieht ziemlich robust aus. Aber was, wenn jemand sie anzündet? Alm? Hallo? Was geht in dir? Das Dorf liegt so versteckt, man könnte es beinahe für verlassen halten. Ich will mit Fei reden. Tja, das interessiert dich natürlich. Hast du jetzt noch Chancen bei ihm oder nicht? Well, don't feel bad. You've been apart a long time after all. You can't expect Celica to understand what's going through your head. Oh, du kannst das. Natürlich, nur du kannst das. Someone who knows you so well, she thinks exactly as you do. Los, sag es. Someone who would do whatever you'd ask. If only you would. Those are the sort of friends you need to keep close. Oh, jetzt hat sie sogar rote Wangen. Ich will nochmal mit ihr reden. Nein, Quatsch. So. Sie ist aber auch sehr fröhlich. Ja, sie hat eine interessante Auswahl. Das Dorf ist aber groß, wir können hier überall hin, wow. Das könnte ein langer Part werden. Dorfplatz ist bestimmt am meisten los. Aber vielleicht müssen wir da ganz am Ende nochmal hin, deswegen gehen wir meist in die Schmiede. Erste, vielleicht wäre es besser, die Finger von den glühenden Kohlen zu lassen. Ja, auf jeden Fall. Das erzählt man schon 3-jährigen Kindern. Trinkwasser. Oh, es ist so unglaublich langsam, dieser Cursor. Oh, die Feuerstelle ist schön warm. Hm, wie gut sich das anfühlt. Kann ich mir hier bessere Waffen?
Waffe durchschmieden, verbessern, Gold und Silberdukaten kannst du dafür ausgeben, deine Waffe in der Schmiede zu verstellen. Jede Waffe hat ein maximales Potenzial. Gravur. Gib fertigen Waffen einen Namen. Gravur von einer Waffe entfernen. Verkaufe Items für Dukaten. Ich habe noch keine Golddukate. Okay. Brauche ich sogar Golddukaten. Was würde das denn bringen, wenn ich das mal... Ah, hier unten steht es. Bei euch links zu sehen, oben. Kraft auf 6. Treffer um 5% nach oben. Rittertod ist im Moment schon ziemlich gut. Ich hätte nicht aber, dass so viele Kavallerie... Ihr wisst schon, was hier sind. Ja, dann kann ich... 73 hört sich so viel an. Ich kann gar nicht so viel damit machen. Außer den Rittertod stärken. Nein, ich stehe auf Classic. Ja, mit den 23 kann ich jetzt nichts mehr machen, außer so ein mickriges Eisenschwert auf. Das Ding ist, ich brauche hier kein Eisenschwert. Das lassen wir so. Was kann ich denn verkaufen? Achso, all den Kram. Nö. Zehn. Eine! So wenig Dukaten bekomme ich dafür. Denn irgendwas, wo ich hier übelst krass was bekomme? Oh. Was stand da eben gerade? 12 und 20? Wein aus Rahm. Heiliger. Holy. Wieso bekomme ich für Wein so viel? Ein vielgeschätzter Trunk aus Traubenmust. Stahlbogen bekomme ich auch. Rittertod mit Löwenwärts. Okay. Ja, da können wir vielleicht öfter noch hin. Mal schauen. Ich glaube, ich gehe doch lieber zum Dorfplatz. Brunnen! Das Wasser ist klar. Doch der niedrige Wasserstand gibt Grund zur Sorge. Trinkwasser. Tja. Was? Zack, Mehl erhalten. Das ist bestimmt aus China. Ah, dann wär's Reis. So. Da gibt es hier niemanden zum Reden, deswegen gehen wir wieder. Spaß. Okay. Krämer, weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Luthier oder Luthier. Federchen. Fragen wir ihn mal. You there. You're with the Deliverance, are you not? I am. Who are you? My name is Luthier. Merely a humble mage from a humble village. Luthier. On this day, however, I cry your aid, for my younger sister is in trouble. What happened? First of all, you should know that my sister is named Delphia. Oh, Anne ist so verständnisvoll. She possesses magical potential beyond that of any in our village. One of Regale's arcanists, Tatara, caught wind of this and kidnapped her. He's using his powers to control her and make her guard the northern sluice. They plan to block the sluice until it collapses and Sophia is flooded. What? But that would be catastrophic. Indeed it would. Surely you're planning to stop them, correct? Tatara. If so, I ask that you also rescue my sister. I'll even go with you if you like. Deltier. If we defeat Tatara, that will release his hold on her. Tatara klingt auch so cool. Nö. Ach komm. Was ist das denn für ein Krämer? Ich möchte was kaufen. My packs are heavy, but I yet have room to deliver a single item if you wish it. Hab ich überhaupt Geld? Just give me a name and I'll see they receive it with all speed. Kriegerschwert. Was?
einen Gegenstand übergeben. Wird er mich feiern? Ach komm, Eisenbogen brauchen wir nicht. Was? Der anderen Armee. Was bringt mir das denn? Ah, ich kann hier Items zu Celica schicken. Ach man, ich hab's gerade echt versaut. Ach verdammt, ey. Lucia and Elvia descend from the founder of our village, so they do. She was a mage. One who was said to be the champion Sophia's finest disciple. For generations, children in their family have been born with a gift for magic. Though only those in our village and the late king knew of it. So what fool told those damned Regellians? What fool? Ich weiß nicht. Warum? Aha, da ist Haus 1. Ich hab mich schon gewundert, warum es Haus 2. Ah, okay. Überhaupt was rum aus einer Orange? Dieser Baum hier scheint von all dem Chaos verschont geblieben zu sein. Schöne Zeitform. Orange erhalten. Okay, alle Häuser wurden beschädigt. Das muss das Werk von Desay sein. Junge Frau. Some poor lass. And now the Empire is trying to start a flood and put half of Sophia to ruin. Will we never have peace? In Pokémon wird Lass, glaube ich, mit Göre übersetzt, hier als Mädchen. Are you with the Deliverance? I'm afraid I have some ill news. One of the enemy soldiers mentioned a female knight they're holding captive. Desay plans to put her to death soon, as an example to others. What? They intend to execute Matilda? No! I fear so, good Sir Knight. If she's dear to you, you'd best march on his fortress before it's too late. Ja, dann müssen wir uns mal langsam so beeilen. Deswegen gehen wir aus zwei erstmal. Das ist so schlecht. Okay. Erinnerung erhalten. Kristallisierte Erinnerung. Millas Zeitenrad gewährt dir die Macht, gefundene Erinnerungen zu durchleben. Der Schaden ist wirklich enorm. Dafür ist garantiert das Safe an. Okay, ich habe eine Erinnerung gefunden. Was geht denn hier ab? Wenn ich das nächste Mal bei Miller bin, muss ich mal schauen. Aber woher weiß ich, dass es diese Erinnerung ist und nicht eine andere? Gibt es vielleicht nur eine? Soldiers of the Deliverance, I require your assistance. Gerne. Gargoyles have kidnapped my daughter and taken her to the Western Shrine. Gargoyles? Alter, hier gibt's Gargoyles. If it is at all in your power, you must not let any harm befall her. Kann man mit denen kämpfen? Ja, ich will einfach nur die Gargoyles. So, ist jetzt nochmal jemand am Dorfplatz oder Eingang dazugekommen? Ansonsten verlassen wir dieses einsame Dorf. Forgive me if I am out of place. I do not mean to question your leadership.
But the purpose of the deliverance is not to save one girl at a time, correct? So, jetzt kommt der Idealist Alm. Hört gut zu. Sometimes we must examine a situation more dispassionately. Na gut, jetzt. Suppose it wasn't a village maiden. Suppose it was a princess or some noble daughter. Then would you go save her? Well, that's hardly the same thing. It's exactly the same thing. Look, I know I can't save everyone, and that I'll have to make hard choices. But those choices can't ever be based on the station of a person's birth. I thought you felt the same. I do. Then humor me this time. Because I'm going to need your sword. Wer Tales of Symphonia kennt, Alma erinnert mich gerade ziemlich stark an Lloyd. Waffen erhalten, Kunstfertigkeit für das Aufsuchen eines Schmieds, um eine Waffe zu verbessern. Yay! Unfassbar, was ich geleistet habe. Tja. Jetzt kommt er wieder auf uns zu und das heißt, wir können unsere Position nicht bestimmen. Die greifen auch noch an. Das heißt, wir könnten jetzt ein paar Leute verlieren. Eieiei, zum Glück steht unsere Magierin ein bisschen weg. Okay, bye bye Python. Ich denke, das zählt auch als Fail. Oh my, oh my, oh my. Sieht echt nicht gut aus. Wer ist denn sie oben links? Das ist Liv hier. Boah, Tobin. Ich zieh ja ganz schön ab. Vielleicht hätten wir ihn doch mal trainieren sollen. So, davon abgesehen, dass sie hier gerade gleich sterben wird. Ein Magier. Fünf Verteidigung ist auch völlig okay. Ja, also wie gesagt, es werden jetzt auf jeden Fall ein paar Leute draufgehen. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Das Besorgniserregende ist ja, dass die Bogenschützen einfach unsere liebe Claire umbringen können. Ich werde mir noch sehen. Hey, Cliff, what's new? Bevor vermutlich wieder einer von beiden gehen wird. Are you kidding? I thought I told you. Yeah, yeah, no small talk. Guess I forgot. Or else you're doing it on purpose to get under my skin. I really can't stand when you do that. Yeesh. Do you want to talk about it? Das ist so ärgerlich, dass wir Python verloren haben. Jetzt haben wir wirklich gar keinen Bogenschützen in diesem Team mehr. Ich glaube auch, dass die Mutter mit dir walkt, aber... Das sieht so schlecht für dich aus. Also wenn wir sie verlieren, müssen wir definitiv neu starten. Unterstützen.
Sehr schön. Immerhin einer down. Ich schätze, es bleibt bis zum nächsten Mal spannend, wie viele Leute wir noch verlieren werden. Ich hoffe ja keinen. Wir können auf jeden Fall genau ein Lesezeichen wieder setzen. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.